Guten Morgen. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Autofahren. Und dann? Wo gehen wir hin, Autofahren? Zum Onkel Doktor. Wer muss zum Onkel Doktor? Egal. Gestern warst du auch beim Onkel Doktor? Nee, gestern war ich im Hospital. Ja. Was haben die da mit dir gemacht? Haben sie dir Stückchen aus dem Magen rausgeschnitten? Abgekniffen? Rausgezogen? Salzbande. Bei einer Dame mit Magenspiegelung? Es war eine Endoskopie. Ja, es war eine Magenspiegelung. Fand da nicht witzig. Oh, alles nur Routine, Leute. Alles nur Routine. Jetzt fahren wir hin. Jetzt wird irgendwas mit Strom gemacht bei ihm. Wegen seinem Arm immer noch. Also der Arm ist wesentlich besser. Er hat keine Schmerzen mehr. Aber irgendwas wollen sie da messen, ne? Messen, ja genau. Kommt einer mit dem Messer und dann wird gemessen. So, ja. Ist er wieder 3 Tage zu Hause. Gestern, heute, morgen. Freitag fährt er weiter. Oder wieder los? Ich fahre noch mal. Ich fahre mal nach. Keinem erzählen. Florida. Oh. Endlich mal. Ja. Wir werden auch heute im Laufe des Tages noch mal ein bisschen berichten. Guckt mal, wie es jetzt hier langsam aber sicher aussieht. Ja, ist nicht mehr so viel. Also es ist schon einiges weg. Und... aber wir fahren jetzt erstmal los, ne? Ja. Und wir haben ja noch zu tun, ne? Hier, guck dir hier. Ja, ich habe noch zu tun. Du machst das ja eh nicht. Ja. Das für den. Darf ich Ihnen kurz den Haushandwerker vorstellen, ja? Ich will nicht gefilmt werden. Ich will nicht gefilmt werden. Zeig das hier. Das musst du zeigen. Hier. Das habe ich gekauft. Ah, ich habe auch noch was. Soll ich euch mal was zeigen? Ich zeig euch jetzt mal eine Blumenvase für Leute, die keine Blumen mögen. Die ist cool, ne? Das ist keine Blumenvase, das ist ein Kerzenständer. Ne? Eine Blumenvase ohne Loch. Du bist doch blöd. Damit scheiden Blumen aus. Blöd. I like it. Blöd. Los jetzt, ab die Post. So, los geht's. Nachbar ist auch wieder da. Da war ja über 2 Monate in British Columbia. Wir sind jetzt hier mit dem Nissan unterwegs. So. Aber die Strecke nach Winnipeg, die muss ich euch ja nun wirklich nicht zeigen. Aber langsam, aber sicher haben wir schönes Wetter. Nachts oder beziehungsweise jetzt eben hatten wir noch -1 Grad. Aber jetzt rucki zucki gibt sich das. Wir kriegen heute +16, glaube ich, oder +15. Ja. So sieht's aus. Also, bis später dann. So, wir stehen jetzt hier, also da drüben ist das Krankenhaus, wo er hin musste. Ich stehe jetzt hier gegenüber auf dem Parkplatz vom Shoppers Drug Mart. Ja, hier ist aber nur, wenn ihr das da richtig sehen könnt, One-Hour-Limit. War schon jemand hier, hat schon die Autos hier alle aufgeschrieben, die Autonummern. Frank hat mir gerade geschrieben, das heißt kurz nachdem er da drin war, dass es 35 Minuten dauern wird. Also dann dürfte ja hier nichts schief gehen. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So, und dann anschließend müssen wir
nochmal wieder zum deutschen Schlachter. Ich habe keinen Speck mehr. Ich wollte Erbsensuppe machen. Ja. Ich sitze jetzt hier und warte hier im Auto. Because Corona. Das heißt, ich darf da nicht mit rein. Ach Mann. So. Wie lange hat dein Stromscheiß gedauert? 30, 40 Minuten? Ja. Bin jetzt praktisch wieder aufgeladen. Er ist wieder aufgeladen, ja. Hat genug Strom bekommen und... Oh. Ja, aber eigentlich ist alles in Ordnung. Am Arm ist irgendein Stromstrang, irgendwie ein Nervenstrang, irritiert. Der da... Ja, der ist irritiert. Der ist etwas leicht irritiert. Und jetzt hat Frank irgendwas gekriegt, was er nachts ummachen soll, damit er seinen Arm nicht knickt. Ja, das war es eigentlich schon. So, jetzt geht's wieder zurück nach Oak Bank, aber vorher noch beim polnischen Schlachter. Jetzt hat sie. Ja, hätte ich jetzt Deutsch gesagt, dann hätte er sich wieder aufgeregt künstlich. Ja. Mit deutschen Waren. Ja. So. Sie hatte Polnisch drauf. Ja, Frank ist schon recht. Ist auch so polnisch. So, jetzt hole ich da auf jeden Fall Nudeln von Bechtle. Und dann geht's ab nach Oak Bank. Da kommt dann wieder einer, der irgendwelche Sachen da abholen will. Ja. Ja, und dann zeige ich euch nachher auch ein bisschen, wie leer das denn doch schon geworden ist im Haus. So, wollte euch ja mal zeigen, hier, wie leer das hier schon mittlerweile geworden ist. Franky ist jetzt rübergegangen zum Zahnarzt. Hier wird alles leer, leer, leer. Hier ist auch schon einiges raus. Einiges weg. Hier auch. Hier drin ist jetzt schon fast wie ein Flohmarkt, alles kleine Einzelteile. Aber da hat man auch nicht so ein Glück mit. Also wir werden bestimmt noch eine ganze Menge davon wegschmeißen müssen. Hier haben wir schon so einen Tisch aufgebaut. Ja. Haben wir alle Bilderrahmen und Bilder aus dem Haus aufgereiht. Ja, so sieht es aus hier. Unten ist auch schon so gut wie ganz leer im Basement. Jetzt geht es hier, glaube ich, mal langsam dem Ende zu. Wir haben den Garten gemacht. Letzte Woche, Wochenende, war zwei Freunde hier von uns. Die haben uns mitgeholfen, den ganzen Garten blätterfrei zu machen. Jetzt haben wir schon die Deckmöbel hier hingestellt. Ja, so sieht's aus zurzeit hier im Haus. Hat sich, glaube ich, gereimt. Ja, jetzt warte ich wieder auf Franky. So, Franky ist wieder zu Hause. Der hat eine fast 3-Stunden-Sitzung beim Zahnarzt gehabt. Oh weh, oh weh, oh weh. So, und jetzt fahren wir nach Winnipeg. Wir brauchen noch ein paar Sachen zum Renovieren hier. So ein paar Punkte, so ein paar Sachen. So ein paar fürs Holz und Farbe haben wir ja gestern schon geholt. Ja, ein bisschen Holz polieren hier von dem Esstisch und so. Muss natürlich auch alles schön sein.
Ja, und irgendwann kommt der Frankie auch da oben runter. Irgendwann. Meine Damen und Herren, hiermit ist die Stay-at-Home-Order für 2 Stunden aufgehoben, weil ich habe Hunger. Ja, wir dürfen ja essen gehen. In Deutschland ist es nicht so. Nee. Na nun komm. Ja, siehst du, das war jetzt die Strafe. Habt ihr gesehen, weil er sich so gefreut hat, hat er gleich die Strafe gekriegt. Schreiten, ne? Ja, schreiten, genau. Oh mein Gott. Na? Okay, jetzt geht's los. Gib mal Klebeband. So. Ja, wir haben hier schon ganz schön aufgeräumt. Schon vieles weggeschmissen, Kartons zerrissen, gemacht, getan. Jetzt gibt es neue Mülleimer, die haben wir gestern gekriegt, nee, vorgestern. Ist ganz schön frisch, du. Was ist denn hier? Das ist doch nicht. Ja, meins nicht. So. Okay. Ja, die Tür ist offen. Halt mal bitte. Die Tür ist offen. Wie hat er das gemacht, gut, wa? Unser kleiner Schließer. Was? Nix. Was hast du erzählt? Ich hab nur die Leute gesagt, ja, wir machen den Film. Ja, ist ja gut. Ich höre es ja und sehe es ja, wenn ich den Film schneide. Okay. Okidoki. So, und wie immer, den Weg nach Winnipeg kennt ihr ja, ne? Den das ist ein neuer Zuschauer bald. Der braucht bloß einmal in irgendeinen anderen Film reingucken und dann kennt er den Weg auch von hier nach Winnipeg. So. Es ist frisch. 8 Grad oder so. Kann keiner sagen, du bist nicht ganz frisch. Ja, und das im April. Ja, aber Schnee werden wir wohl keinen mehr kriegen, hoffe ich mal. Ach Mann, ey. Hier, der erste. Schwupps. Unter Timmys. Was ist jetzt? Was hast du denn? Da gucken, was der da vorne macht. Ach so. Der will da vorne reinfahren wahrscheinlich. Was willst du machen? Ach scheiße, sind Blinder geblieben, wa? Ja. Ah. Da sind doch auch noch welche. Ist doch alles frei hier. Ah. Ach, Frank. Oh, kannst sogar durchfahren, siehst du? Ah, ist das geil. So, okay. Jetzt gehen wir was essen bei Matalas. Ich habe jetzt angemacht. Das ist übrigens die Gabi. Ja, die Gabi ist hungrig. Ja, die ist hungrig. Ja, die spielt jetzt mit ihrem Telefon. Das macht sie immer, wenn wir im Lokal sind, statt sich mit mir zu unterhalten. Ja, brauche ich doch gleich eins. Ist furchtbar, aber kann man nichts machen. So, und jetzt wird die knipst.
Da verstecke ich mich am besten mal ein bisschen. Na. So, zu trinken gibt's auch. Mache ich nur für die Insta-Story. Wir sind jetzt hier bei Montana. Hier kann man Fernsehen gucken. Ganz viel Fernsehen gucken. Und hier kommt auch nichts, wird nichts weggeschmissen. Ja, die Kühe, die geschlachtet werden, dann werden danach die Stühle mitbezogen. Ja. Das ist ganz schön praktisch. Die Gabi ist immer ganz happy, dass sie so einen tollen Strohhalm hier kriegt. Aus Pappe. Aus Pappe. Ja. Unsere Papplady. Habt ihr an ihrer Körperreaktion gesehen, wie wahnsinnig sie, wie wahnsinnig die darauf abfährt, auf diese Pappstrohhalme. Okay, ich melde mich wieder, wenn das Essen da ist, ja. Damit ihr mal sehen könnt, was die Dame alles verschlingt hier so. So, das ist die Dame jetzt, ja. Und die hat jetzt gesagt, ja, ich soll mal den Salat filmen, ja. Mike, jetzt mal. Alter. Und das, was gerade jetzt, das sagt man so, da hast du den Salat. Hab ich euch gesagt, ich habe euch gesagt. Der fängt an, das alles in sich reinzustopfen, egal was die hier hinstellen auf dem Tisch. Geht gleich weiter, pass auf. Und? Jetzt! Nur ist er glücklich. So, nicht alle. Ich glaube, das schneidet die raus. Also ich kann eigentlich filmen, was ich will. Ne? Was ihr nicht gefällt, kommt raus. Ist halt so. So. Baked Potato, Rippchen, Brisket. Frank hat auch Rippchen, Pommes. Dir schmeckt schon, wa? Ja. Na denn, guten Hunger. So. Okay. Soll's da nicht lang gehen? Warum auch immer, ich gehe zum Auto. Das war's. Der Frank geht immer die falschen Pfeile nach. So. Essen war gut. Wie immer eigentlich. Schön frisch hier, ehrlich. Okay. Nun warten wir mal auf Frankie.